Oh Mann, ich hatte die ganze Zeit Froststopfen da. Egal, jetzt können wir sie ansetzen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen die Bohrung innen drin sauber. Mit ein bisschen Scotch-Brite oder sowas. Nur, dass der grobe Dreck weg ist. Und dann machen wir ein bisschen Dirko Dichtmittel. Also irgendein Dichtmittel. Normal wird das bestimmt vom Werk aus nicht mit Dichtmittel eingesetzt, aber schadet nie. So, sehr schön. Wieder alles entfernen. Da gehe ich natürlich später noch mit Silikonentferner drüber, weil ich will das ja lackieren. Einmal Wasserhahnanschluss, einmal Abgang und ja, eine Schraube hinten drin zum Abdichten. Das werde ich jetzt mal probieren. So, jetzt habe ich das Ganze mal an Wasserhahn angehängt und ich muss das aber noch entlüften, weil ich will keine Luft da drin haben. Weil, wie man weiß, Luft ist wie eine Feder, wenn es auf Druck gebracht wird und nicht, dass der Krümmer in meine Fresse rum explodiert und das hätte ich nicht so gern. Aha, ja, gut, dass ich das mache, ne? Jetzt sieht man, dass noch Wasser rauskommt. Jo, hier kommt noch Wasser raus. Okay, jetzt werde ich das Ganze noch ein wenig untersuchen und dann werde ich wohl noch mal schweißen müssen. Ist halt so. So, ich habe das Ganze noch mal geschweißt und hier oben war es auch undicht, aber ich glaube, das liegt an der scheiß Schlauchschelle, weil die nicht ganz passend ist. Weil wenn ich es ohne Schlauchschelle drauf mache, ist schon gefüllt mit Wasser, by the way. Gib Druck drauf. Dann kann ich das Ding jetzt hier minutenlang festhalten. Und wie man sieht, hier kommt nichts mehr raus. Sehr schön, da oben auch nichts. Ist immer noch Druck drauf. Das heißt, das ist dicht. Ich weiß ja nicht, was auf einer Wasserleitung im Haushalt so für Drücke sind. Aber vielleicht weiß es ja einer. Jedenfalls durch Heizung auffüllen weiß ich, das ist mehr als 2 Bar, viel mehr als 2 Bar, wahrscheinlich 5 oder 8. Wenn das einer weiß, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls, das sollte für ein Autogebrauch dicht sein. Ja, jetzt muss ich die Fläche wieder planen, weil man sieht, ich habe einen kleinen Kratzer da reingemacht. Ich habe das ja jetzt komplett zugeschweißt hier, musste das komplett planen. Mit dem Bandschleifer erstmal und ist auch ziemlich gerade. Nur ich muss diesen Kratzer hier noch wegkriegen. Das ist aber bestimmt ein Viertelmillimeter. Tja, so ist das halt, ne? So, bis auf ein ganz kleines bisschen, was aber noch beim richtigen Planen gleich weggemacht wird, ist unser Krümmer soweit fertig. Wenn man sehen kann, ich habe da jetzt richtig alles zugewulstet. Also das ist jetzt definitiv dicht. Das war Gott sei Dank auch dicht. Das dauert natürlich wieder, bis das trocken ist. Aber ich muss es erst ganz trocken werden lassen, weil sonst kommt hier Ausgasung durch den anderen Lack durch.